Ja, hallo und willkommen, meine kleinen Zombie. Ja, so, wir müssen gleich mal gucken, wie das Ganze ausschaut, an welcher Stelle wir jetzt weitermachen dürfen. Wir waren ja gestern fleißig am Rumschleichen. Ah, wir dürfen hier unten weitermachen, sehr schön. Das mag ich doch. Direkt im Keller. Ja, der trottet weg, das ist in Ordnung. Habe ich da noch die Waffen? Ja, genau, weil wir werden jetzt definitiv das Maschinengewehr gebrauchen können. Wir schleichen uns natürlich erstmal an und machen den Typen so platt, ne? Mal gucken, ob wir das heute hinkriegen. Ah, gut, okay, da gab es schon mal Ärger. Mal gesehen, ne? So. Sehr geil. Der Bastard hat ihn einfach abgeknallt! Genau, macht euch mal gegenseitig platt da hinten. Ich sehe jetzt hier noch keinen. Dann mal gucken, wo der ist. Der ballert da hinten natürlich schon fleißig rum. So, wo ist er denn? Ah, da ist er. Genau, komm, hier sind das. Ich muss nachladen. Ich hasse es nachzuladen. Da sehe ich auch keinen. Genau, wir stiften mal hier so ein bisschen Verwirrung. Okay, der ist down. Sehr schön. Alle down. Sehr gut. Wollen wir den nächsten? Hier irgendwo, ne? Ich sehe den aber nicht, verdammt. Ich hätte jetzt eher darauf gehofft, dass man den wirklich vielleicht sieht. Warte mal. So. Mal wegen Munition gucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus bisher, ne? Ich muss auch sagen, ich bin sehr glücklich und zufrieden. Okay, das macht mich jetzt eher weniger glücklich, dass wir hier in der Gasse drinne hängen. Ah, Gewehrmunition ist voll gut. Okay, das macht mich aber schon glücklich. Die, wie viele Autos die hier haben, ne? Die sind echt richtig gut bewaffnet. Ja. So Ruhe, ey, was soll denn das? Da bist du. So, den haben wir. Genau, der ist auch matt. Der matt platt, sage ich, wollte schon. Matt kann er auch sein, ja. Von mir aus, wenn er Spaß dabei hat. Ah, oh, gab sogar einen Erfolg. Aus der Hüfte. Genau. So. Ja, komm schon, nimm das hier. Ländiger Gegner. Ups. Mal kurz heilen. Habe ich nichts mehr? Wie? Ich habe keine Medipacks mehr. Das ist uncool. Na, hier schnell eins machen. Das ist ja bitter. Habe ich da gar nichts mehr. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also ich muss auch sagen, das habe ich jetzt mit meinem Speicherstand die Tage gehabt. Da dachte ich eigentlich, ich hätte noch Sachen und hatte gar nichts mehr. Ne, da ging mir das auch so. Da war nichts mehr da. Kein Meatpack, gar nichts. Verdammt, ey, da ist noch einer. Oh, ich hoffe, das war der letzte. Ja, scheint so. Oh. Hier scheint er drin zu sein. Wer ist da? Wer sind Sie? Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane. Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben.
Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg. Und sprechen Sie leiser. Oh, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen. Aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Doktor! Eine Prise falscher Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage Ihnen nichts. Von mir erfahren Sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, Sie zum Reden zu bringen, sondern darum, Sie von der Flucht abzuhalten. Du sadistisches Arschloch, er ist ein alter Mann! Kümmert euch um sein Knie. Und bringt Crane zur Grube. Zur Grube. Oh. Ich konnte Sarah ausfindig machen. Aber als wir uns auf den Weg zurück zum Turm machen wollten, wurden wir von Rais Männern überwältigt. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Richtet ihn auf!